So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Wir waren heftig am Schnetzeln hier drin. Und, ja, einige sind Enderperlen abgestaubt. Creeper gekillt ohne Ende. Guck hier nochmal das Beispiel. Kriegst mich nicht. Kriegst mich auch nicht. Und du kriegst mich auch nicht. Ach, so schön. Das ist echt die perfekte Creeper-Waffe. Ein Schwert mit Knockback 3. Da kannst du was, da kannst du stehen bleiben, kannst dir eine Pizza in den Ofen schieben, kannst sonst irgendwas machen. Und dann, wenn der Creeper ankommt, dann stellst du einfach hin. Kommst hier nicht rein, du kommst hier nicht rein. Kommst hier nicht. Achso, die Miets ist ja noch da, deshalb. Ich habe auch noch eine Katze hinter mir. Sowas. Zack, Ende Gelände. Das ist perfekt. Perfekt. Und vor allem mit Eisenschwert geht er schneller kaputt, weil du noch mehr Schläge pro Monster auch brauchst. Nein. Hast mich getroffen. Haha. Und hier brauchst du ja nur so ein paar Schläge. Also zwei eigentlich genauer gesagt. Das heißt, es hält auch noch länger. Insgesamt. Nicht, weil es mehr Schaden macht, sondern allgemein, weil du auch weniger Schläge allgemein so brauchst. Also im Prinzip ist das gleich, aber egal. Aber auch von den sowieso Schlägen. Diamant hält sowieso ein bisschen mehr aus. 1000 irgendwas Schläge oder so eine Art. So, jetzt brennen die allen Mobs. Och Mann, ich hätte gern wieder Nacht. Bitte, bitte, gebt mir wieder Nacht. Hört man auch selten von dem LP, der sagt, ich hätte gern Nacht, bitte lass Nacht kommen, bitte lass die Monster kommen. Ja, ich glaube, mit diesem Schwert hier, du, da kannst du einiges mit machen. So ein Enderman hier, ich glaube nicht mehr. Wir haben 7 Enderperlen hier von 4 Endermans bekommen. Waren das 4? Es waren 4, oder? 4. Von einem hat keine gedroppt. Von einem 3, von einem 2 und vom anderen auch 2 Enderperlen. Dank diesem geilen Loting-Aspekt. Boah. Heftig. Ohne Scheiß heftig. Genau, tagsüber gehe ich in die Mine, baue Erze ab und nachts über gehe ich raus und klopp mich durch die Mobs durch. Ah, heftig. Jetzt geht man natürlich mit Fortune bloß 3 erstmal schön da runter und baue noch das restliche Kohlenerz ab. Ah, genial. Genial. Ach genau, übrigens, ich habe nochmal geguckt, die Fortune-Spitzhacke geht auch bei Weizen, soll es gehen. Geht es auch bei Zuckerrohr? Das ist jetzt die Frage. Also bei Weizen geht's und bei Melonen geht's auch. Bei hohem Gras geht's auch. Jetzt die Frage, geht es auch bei dem da? Da kam eins raus. Kam auch nur eins raus. Ne, ich glaube, bei Zuckerrohr geht's nicht. Eins. Ne, gut, bei Zuckerrohr geht's nicht. Aber ich muss sowieso nochmal... Oh, ich gehe sowieso nochmal durch. Blopp. Ihr wisst schon, ich habe einen Villager da, der tauscht Bücher und eventuell auch baldigs Papier, wenn ich das richtig mache hier. Und ich mache so, dass ich... zuerst, weil der nimmt das Angebot ja auch teilweise raus. Ich glaube, nee, warte mal, ab der 1.4 nehmen die Villager kein Angebot mehr raus. Das heißt, ich sorge jetzt dafür in 1.3, dass der Villager allgemein, warum sind die ganzen Katzen hier, Bücher tauscht oder, ich sag mal, Papier tauscht. Und der 1.4, wenn die Angebote nicht mehr rausnehmen können, dann tausche ich das oder fange an, das zu tauschen. Wenn ich das jetzt nämlich schon tausche, dann nimmt er das Angebot wieder zurück und dann kriegen wir es nicht mehr so leicht, weil er dann genug Papier hat. Ah, das ist echt eine geile Idee. Warum? Was macht ihr hier, Katzen? Was macht ihr verdammten Katzen hier? Ich meine, Katzen sind ja okay. Katzen mögen ja vielleicht in gewissem Maß auch süß sein, aber man kann es auch übertreiben, wenn die dir auf Schritt und Tritt, stell dir mal vor, ihr seid in der Stadt einkaufen, dann macht's plupp und hinter euch spawnen 10 Katzen, die ihr zu Hause habt. Einfach so. Was würdet ihr machen, wenn ihr unterwegs seid in der Stadt, ihr habt eine Katze und ihr guckt euch wirklich ganz blöd um. Okay, die Katze hat einen Halsband an. Und auf einmal taucht eure Katze hinter euch auf, steht im Einkaufszentrum hinter euch, auf dem Boden. Müsst ihr den ganzen Weg nach Hause schleifen, so wie ich das auch mit denen mache. Und das Lustige ist ja, ich habe hier nicht nur eine Katze, sondern ich habe hier gleich 1, 2, 3, 4, 5 Katzen. Und da vorne sitzen bestimmt auch noch welche irgendwo, die auf einen Schlag kommen. Stell dir vor, die könntest du doch gar nicht alle fassen, oder? Zum Glück folgen die hier in Minecraft. Heftig, heftig, heftig. Okay. Na, die da, ja nee, stell ich mal vor, was das für ein, oder euer Hund will euch irgendwie folgen, ich kenne das, wir hatten mal eine Katze und die ist mir jeden Tag, das war aber keine Stubenkatze, die ist mir jeden Tag bis zum Bus gefolgt, morgens, wenn ich in die Schule wollte, ich musste über den Stall einsperren, nur die hat dann irgendwie immer mal so einen Geheimgang gefunden, also im Stall einsperren, sage ich jetzt mal in dem Sinne, wir wohnen ein bisschen weiter außerhalb, haben das so eine alte Scheune, was früher mal vor Ewigkeiten, vor meiner Zeit, ein Stall war oder so. Und da haben wir schon eine schöne Stalltür oder Scheunentür und da kannst du die einsperren. Nee, es war mal ein Stall, das ist eine Scheune umfunktioniert worden. Das war schon uralt. Einfach nur so nebenbei, also ein extern, das ist nicht unser Haus. Kennt ihr ja von den Vlogs. Hab mir mal Vlog gemacht, hinten im Garten.
Das steht dann auf der exakt anderen Seite von dem Haus. Und da musste ich die mal einsperren, dass sie mir morgens nicht gefolgt ist, bis zur Straße, weil da sind die Autos gefahren. Also bis, wo man da auf den Schulbus wartet. Und dann, ja, ich hole gerade ein bisschen Melonenloch. Oh, verdammt, kein Platz mehr. Und ja, das war echt schon hart. Wenn ich die da unten hatte, hatte ich echt ein Problem. Ich glaube, einmal war es so, dann ist sie tatsächlich bis unten hin gefolgt. Also irgendwie ist sie durch irgendwas. Warte mal. Irgendwie ist sie da rausgekommen, sei es durch ein Loch in der Mauer oder sonst was. Und warte mal, das Zeug wollte ich hier vorne reintun. Und stand dann morgens, ich bin runtergelaufen, nichts geahnt, auf den Bus gewartet, auf einmal zack, war die Katze hinter mir und ist über die Straße drüber, gerade so am Auto vorbei. Und dann war das hart. Dann konnte ich aber nicht praktisch einfach so einen Bus dann einsteigen und die Katze da stehen lassen, weil die musste ja wieder zurück über die Straße alleine und was auch immer, weil ich weiß nicht, die streunt normalerweise schon draußen ein bisschen rum, die Straße ein bisschen weiter entfernt, da treibt sie sich aber auch nicht rum. Aber trotzdem, das war dann so ein Gedanke, nee, kannst du, ich hole nochmal die Melonen nebenbei, die kannst du jetzt nicht allein da drüber oder da lassen, gell. Extra nochmal auch aufs Risiko hin, dass der Bus gleich kommt. Rucksack am besten, nee, hab ich den mitgenommen, ich weiß nicht, egal, das war schon, ach komm, wie alt war ich denn da war ich 10 oder so, es war Grundschulzeiten, da bin ich extra nochmal hingegangen, hab die Katze unter den Arm geklemmt, geschnappt, bin nach Hause gelaufen, hab sie da nochmal irgendwie, keine Ahnung, oder dafür gesorgt, dass die nicht wieder hinterherlaufen konnte, weil, ja, Straße, Autos überfahren, ouch. Und ich weiß nicht, ich glaube, da habe ich deswegen Schulbus oder so verpatzt, aber ja. Ja, Smug ist tierlieb, ich kann nicht, was heißt tierlieb? Ich kann doch schlecht eine Katze dann da unten, was ich über die Straße rennen lassen. Ja, nee, was, allein die Vorstellung, was will man, auf einmal steht eine Stadt und eure Miete steht hinter euch, ich muss überlegen, wie die durch den Verkehr gekommen ist. Ja, nee, das war so eine Story, die gerade eingefallen ist. Ja. So nebenbei. One Sparks Kindheitsstories. Er wollte mal alle so viel über mich wissen. Was wollt ihr eigentlich? Warum wollt ihr so viel über mich wissen? Ist doch völlig Wurst, Banane. Jetzt wisst ihr was. Genau, jetzt wisst ihr was. Das ist von damals, als ich so ein kleiner Scheißer war. Von 9 Jahren. Ja, Mini Spark. Ja, ja. Sind wir so, da, sogar da sind mir schon die Miezen hergelaufen. der war so schlecht, der Witz. Egal. Sogar da sind mir schon die Miezen hergelaufen. Seht ihr mal. Da muss ich sie zurückbringen oder einsperren. Ja, nee, was willst du denn machen? Du musst irgendwie für sorgen, dass sie dir nicht folgt. Aber wenn es so eine Katze ist, die eigentlich keine Hauskatze ist, das heißt, die kannst du schon mal nicht in die Wohnung reintun, sondern sowieso eine Streunerkatze draußen, dann tust du es nochmal lieber oder versuchst lieber, natürlich nach der Schule gekommen, der Tür aufgemacht, los, komm raus. Und dann, gut. Ich meine, was willst du machen? Geht ja nicht anders. Kannst es ja nicht anleihen. Du kannst keine Katze anleihen wie ein Hund. Und da drin war wenigstens genug Platz, da konnte sie sich ein bisschen austoben, sag ich jetzt mal. Also, da war genug Platz, da konntest du Mäuse jagen ohne Ende. Das hört sich so an, als ob ich aus eigener Erfahrung spreche. Also, da konntest du Mäuse... ja, okay. Das ist jetzt auch schon wieder zweideutig, oder? Konntest du Mäuse jagen? Ja, ja. Ja, die Mäuschen kannst du auch jagen. Ich würde sagen, jagt man heute in dem Alter mehr als... damals im Alter von 10. Mich hat mal eine Maus gebissen, das weiß ich noch. Bei uns im Hof. Keine Ahnung warum, ich glaube, da hat eine Katze irgendwie... Ich glaube, das war sogar die Katze, die hat irgendwie eine Maus gejagt oder so. Dann hat sie es aber nicht so wichtig gekriegt. Ich bin dann hinterher und da ist die Maus... Nee, die hat die Maus gepackt und irgendwie... Die hat uns auch teilweise tote Mäuse vor die Tür gelegt und dann vor die... Nein, die hat sie schon gefangen gehabt, glaube ich, auch im Mund, hat sie aber nochmal auf den Boden gesetzt, als ich dann da stand, praktisch als Geschenk für mich oder so. Das gibt's ja, das machen Katzen. Katzen machen gerne mal Geschenke in Form von toten Mäusen. Und dann hat die aber noch gelebt und ist dann weggerannt. Ich bin dann, ja, hab sie geschnappt, hab die Maus auch noch mit der Hand gefangen, weil die ist nicht mehr so... Nee, doch, die ist noch relativ schnell geflitzt. Da hat die mich irgendwie in die Hand gebissen, das kann auch sein. Ja, ich war jemand, der viel draußen war. Als kleiner Bengel am Bach rumgestreunt ist, sich die Knie aufgeschürft hat, sich dreckig gemacht hat und fast jeden Tag mit nassen Socken nach Hause gekommen ist. Ach ja, so ein Streuner war ich. Das waren schon echt noch Zeiten, du, wo du am Bach rumgegeilt bist, ein Stiefelchen. Ja, man merkt, ich komme nicht aus der Stadt, sondern ein bisschen außerhalb. Bisschen, ja, okay. Für Fahrradverhältnisse weit außerhalb, also brauchst du ein Auto, um da irgendwie da hier zurechtzukommen. Aber ich habe eine vernünftige Leitung. Geht noch, ja. Ja, 16.000er DSL, komm. So, jetzt aber hier, ich bin nochmal halb konzentriert, wenn ich das Ganze jetzt mache, pass auf.
Ich habe mir die Dirtblöcke. Nee, ich brauche noch Redstone. Ich wollte noch oben das fertig verlegen. Den Villager wollte ich noch reinschieben. Und ich wollte auch noch hier. Ich glaube, es wird auch gleich wieder Nacht, gell? Es wird auch gleich wieder Nacht. Ich will noch mal Enderperlen sammeln. Ihr wisst ja, Portal wie End. Kommt bald auch noch mal. Dann gehe ich noch mal kurz hier durch. Was sagt denn die Sonne? Die Sonne sagt, sie geht gleich unter. Pass mal auf. Da gehe ich gleich auf Jagd und dazu pausiere ich. Oder was heißt pausiere ich? Ich mache jetzt hier gleich einen Stopp. Aufnahmestopp. Ich mache jetzt hier einfach einen Stopp von der Folge. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt noch mal irgendwie hier gleich auf Aussichtsplattformsmäßige Gedingensöhnen, dass ich meine Monsterwüste im Überblick habe. Stell mich hier hin, sag, wir sehen uns in der nächsten Let's Play-Folge, nächsten LP. Ich warte jetzt kurz noch 2 Minuten mit Sonnenuntergangs, dann geht's los und dann sammle ich noch mal ein paar Enderperlen. Bis gleich. Tschüssen.